Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich so einige neue LOL-Sachen für euch habe. Unter anderem gibt es nämlich heute auch wieder ein LOL-Video. Ich habe es schon ziemlich häufig in den Kommentaren gelesen. Ihr wisst es schon, es gibt die neuen OMG-Dolls, schon wieder neue. Dabei sind gerade erst neue rausgekommen, Snowlicious und sowas. Das ist doch, gefühlt war das doch gerade erst. Und jetzt gibt es schon wieder neue. Unfassbar. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, weil mir fehlt eine. Und zwar ist das Independent Queen. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob die Independent Queen oder Girl heißt. Naja, es sind auf jeden Fall die großen Schwestern, also die Fashion-Puppen zu diesen Möbelsets, die ich jetzt gerade ausgepackt habe. Die passen halt genau dazu, zu den kleinen Sisters. Und ich bin total verwirrt, weil normalerweise ist ja bei den OMG-Dolls, wobei, oder ist das gar nicht bei dieser Serie so? Kann sein, dass bei der Serie nicht die kleinen Schwestern mit dabei sind. Die sind allerdings hier abgebildet auf der Seite. Also ich vermute, dass sie wahrscheinlich nicht mit dabei ist, weil das wäre total komisch. Wenn wir die einmal kaufen könnten in dem Möbelset und sie dann hier automatisch auch nochmal mit dabei wäre, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Insofern glaube ich nicht, dass die hier auch mit bei ist. Die Frage ist allerdings, wie das dann hier aufgebaut ist. Das müsste ja dann so ein bisschen anders aussehen. Wie war denn das nochmal bei den ersten? Da fehlte, glaube ich, einfach nur der Teil, wo die kleine Sister mit dabei ist. Ich habe auch versucht, Independent Queen noch zu bekommen. Die ist aber in Deutschland noch gar nicht erhältlich. Ich glaube, die anderen sind auch noch nicht in Deutschland erhältlich. Ich meine, die kommen eventuell Ende Dezember oder Anfang Januar. Ich bin mir da nicht so sicher. Deswegen verlasst euch lieber nicht darauf, was ich gerade sage. Ich habe die Dolls hier kostenfrei von MGA zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen gibt es auch hier oben in der Ecke wieder ein Hashtag Werbung. Weil ich ja wieder über eine Marke spreche. Ich bin aber nicht bezahlt worden für das Video. Ich sag mal, ich schalte runter, weil ich sowas von gespannt bin gerade auf diese neuen Dolls. Das alte Video, was ich nämlich aufgenommen habe, das alte ist ja eigentlich gar nicht so alt, das ist noch relativ frisch und ich erinnere mich halt noch mega gut an die ganzen Puppen. Und ich kann ja schon mal dazu sagen, ich war mega begeistert von den Möbelsets. Ich hoffe, ich denke daran, euch das unten einmal zu verlinken. Wenn nicht, dann, ich habe auf jeden Fall immer die Playlist von den LOL-Sachen unten verlinkt in der Infobox. Da könnt ihr gerne sonst mal draufklicken und wenn ihr da auf die Playlist klickt, dann ist das auf jeden Fall irgendwo ganz weit unten wahrscheinlich, weil das neueste ist, glaube ich, immer ganz weit unten. Ich meine, das ist irgendwie andersrum halt gelistet. Ja, und da seht ihr dann halt eben die kleinen Schwestern zu denen hier, falls ihr die noch nicht kennt, weil ich fand die mega. Ich muss sagen, ich finde wirklich diese neuen Möbelsets total gut. Aktuell für mich eins der besten Sachen, finde ich, die man von LOL sich holen kann. Ich habe zwar noch einiges hier, was ich noch nicht geöffnet habe, deswegen kann ich das noch nicht vergleichen miteinander, aber von denen war ich tatsächlich wirklich sehr, sehr angetan, einfach weil diese kleinen Spielumgebungen total gut miteinander harmoniert mit den ganzen Sets und sowas. Bevor ich das jetzt hier komplett öffne, wollte ich mir eigentlich erst nochmal die Sachen durchlesen, die hier vorne drauf stehen, weil hier steht natürlich auch immer noch was dazu. Einmal hier Mode auspacken, kleide mich an, zeige stolz dein Outfit. Okay. Jede von den Puppen sagt, I'm a fashion doll. Also das habe ich schon gesehen, das steht bei jeder drauf. Und sie heißt Busy Baby, BB. Und ich glaube, das ist die große Schwester von Can Do Baby. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir hier auf die Seite schauen. Ach genau, 20 Überraschungen sind auf jeden Fall hier mit drin. Auf der Rückseite steht auch wieder was, da sieht man was. Und mir fehlt diese hier, Independent. Miss Independent heißt sie, genau. Gut, dass das hier nochmal drauf steht. Okay, das ist sehr gut. Ja, auf die warte ich und die möchte ich euch unbedingt zeigen, weil ich glaube, das ist eine, die mega nach meinem Geschmack ist und die darf definitiv nicht fehlen in meiner Sammlung. Vielleicht mache ich da ein Mix-Video draus oder so, tue noch irgendwelche anderen Sachen mit dazu, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann als jetzt nur eine Puppe. Ich habe ja noch einige Kugeln und so, vielleicht machen wir da noch irgendwie eine kleine Challenge draus. Da wird mir schon wieder irgendwas einfallen, mal gucken. Lesen wir einmal das hier auf Deutsch. OMG, wir Schwestern sind stolz auf unseren Stil und heben uns von der Masse ab, weil wir die Welt in Staunen versetzen. Das stimmt, die heben sich definitiv von der Masse ab. Das sind ja schon eher, ich sag jetzt mal, Fantasiepuppen, wie man normalerweise auch nicht rausgehen würde. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal der OMGs auch schon gesagt, das ist für mich eher wie wenn man so auf eine Fashion-Show zum Beispiel geht. So würde normalerweise eigentlich auch keiner rausgehen. Und das ist die kleine Schwester, die dazu gehört. Genau. Und die heißt, glaube ich, doch, das ist Can Do Baby, das weiß ich noch. Wir haben hier allerdings auch keinen Hinweis drauf gefunden, dass eine kleine Schwester drin ist. Deswegen, ich gehe stark davon aus, dass ich recht habe. Ich mache jetzt hier mal auf und wir stellen fest, dass wir noch keine Puppe sehen. Genau. Die Puppe war nämlich sonst hier. Das war auch größer, genau. Das von der Winterdisco, das war größer. Das gehört gar nicht zur Winterdisco-Serie, oder? Zu welcher Serie gehört denn das überhaupt? Also hier stand irgendwie Serie 2, aber von was? Oh, guck mal hier. Da ist sie ja rausgekommen. Huch, völlig übersehen gerade. How to DIY, yes. Can do attitude. Elbow grease. Elbow grease, was ist das denn? Keep going, keep it done. Manchmal sind so ein paar Sprichwörter irgendwie aus Amerika. Da kann ich dann meistens leider nicht so viel mit anfangen. Ich weiß, ich habe immer so ein paar Spezies in meinen Kommentaren. Die wissen immer sehr gut Bescheid. Die dürfen natürlich gerne wieder sich auslassen, was das wirklich hier genau bedeutet. Und deswegen, ihr seid an der Reihe. Ich habe keine Ahnung. Elbow Grease, habe ich noch nie gehört. Sie sieht für mich so leicht aus wie ein Farmer Girl, wobei eigentlich stimmt das nicht. Ich glaube nur wegen dieser Schleife hier oben im Haar, denke ich das. Und wir haben eine Jungfrau, also das ist das Zeichen für Jungfrau. Things don't always go as planned, but trust that they will work out. Also auch wenn es manchmal nicht so, das ist mein Motto eigentlich. Auch wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie geplant sind, werden sie schon irgendwie klappen. Das ist so typisch ich. Und dann wird hier noch gefragt, was ist dein Sternzeichen? Ich war ja schon dran. Ich weiß gar nicht mehr, welche Doll mein Sternzeichen war. War das Swag? War die Zwilling? Oh.
Ich habe schon wieder verdreht. Irgendeine war auf jeden Fall Zwilling. Also meins hatte ich schon gesehen. Und jetzt grüßen wir auf jeden Fall mal alle, die Jungfrau sind. Das ist da auch mal eine gute Idee. Ich persönlich kann mega gut mit Jungfrauen. Auch wenn ich jetzt nicht so unbedingt immer an alle Sternzeichen vorhersagen und sowas glaube. Interessanterweise ist es aber so, dass ich halt immer wieder mit Jungfrauen in meinem Leben konfrontiert werde und immer wieder zu tun habe und mich super gut mit denen verstehe. Wirklich unglaublich viele. Ah, wie kriegt das jetzt raus hier? Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr halt auch mal ein Sternzeichen habt, zu dem ihr sozusagen immer wieder zurückkommt, wo vielleicht eure beste Freundin oder euer Freund oder Mama, Schwester, Papa oder so immer, die halt immer das gleiche Sternzeichen wieder sind und mit denen ihr euch irgendwie immer wieder gut versteht. Manchmal gibt es ja so komische Zufälle, ne? Hier haben wir die Schuhe. Sieht aus wie mega hohe Boots irgendwie und so ein bisschen mit Wildleder. Ja, wir alle. Größe 6,5. Jeder hat hier 6,5. Jede OMG-Doll. Einmal diese coole Hutschachtel. Und es tut mir immer noch sehr leid, dass ich bei Snowlicious voll vergessen habe, die komplette Hutschachtel zu durchschauen. Ah, das hat mich so geärgert. Aber ich habe es euch ja Gott sei Dank im Chalet dann nochmal gezeigt. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, ich habe es im Chalet dann doch nochmal gezeigt, was Snowlicious alles mit dabei hatte. Nehme ich mal raus, weil das brauchen wir eh nicht mehr. Wow, was ist das? Eine Werkstatt? Nee. Arbeitet die etwa in einer Werkstatt? Dann wäre ich ja sehr begeistert, wenn das so wäre. Hui, da flog's weg. Hier einmal die beiden Wäschebeutel. Was steht denn hier so drauf? Dream Big, OMG Move, Too Fast for You. Also es sieht so aus, als würde sie irgendwas mit Autos eventuell machen. Mag das sein? Könnte das sein? Ich glaube, ich hole erstmal die Puppe raus und dann zeige ich, welche Klamotten dazu gehören. Aber hier sieht es doch tatsächlich aus, als wäre das eine Werkstatt. Das muss eine Werkstatt sein. Das finde ich ja mega gut. So, jetzt kann ich hier weiterziehen. Erstmal wieder ein bisschen weiter rauszoomen, weil sonst sieht man sie ja gar nicht in voller Pracht. Da kommt sie. Hallöchen. Hallo, sie winkt schon. Hier hat sie ein bisschen ihre Klamotten rübergeworfen. Etwas unachtsam. Und da unten ist tatsächlich ihre kleine Schwester, die winkt. Ich komme gerade nicht anders. Ich musste mir die hier einmal ranholen, damit wir die gleich mal irgendwie hier zusammenstellen können, weil die gehören ja auch zusammen. Aber erstmal holen wir sie natürlich raus. Huch! Oh, das war überraschend. Das sieht ja richtig aus nach Unterwäsche. Normalerweise haben die ja eigentlich schon so ein halbes Outfit unten drunter. Deswegen war ich jetzt gerade etwas überrascht, weil es wirklich so voll nach Unterwäsche aussieht. Holen wir sie mal wieder aus ihrer unbequemen Pose heraus. Jetzt müsste ich sie, glaube ich, hier rauskriegen. Oh nee, doch nicht. Boah, sie hat einfach so mega lange Pferdeschwänze. Voll cool. Ich liebe das einfach, wenn die so mega lange Haare haben. Au, aua. Ich glaube, ihre Knochen sind etwas steif. Die sind wirklich schön. Und die sind halt einfach mal nur ganz normal braun. Also es ist ja wirklich mal eine normale Haarfarbe, die man tatsächlich auch haben kann. Nein, hier ist auch schon wieder was kaputt. Wie kann das immer sein? Nein, ich habe nichts gemacht, ich schwöre. Schade. Aber voll schön. Also voll die schönen Haare. Und hier oben hat sie tatsächlich so voll den kleinen Lockenpuschel. Also voll den Lockenpony. Ganz niedlich. Wahrscheinlich hat sie normalerweise eigentlich so krause Haare und hat die halt hier so zusammengeflochten, weil die sie irgendwie genervt haben. Weil es ist ja immer so, ne? Immer das, was man nicht hat, das will man ja haben. Also ich hätte gerne Locken und ich glaube, die Leute, die Locken haben, sind total genervt, dass sie Locken haben. Und die versuchen die dann halt irgendwie so unter Kontrolle zu kriegen, so wie sie. Moment, also wir schauen uns erstmal ganz kurz hier von oben das Gesicht an. Hat wieder so einen ganz eigenen Stil. Schöne dunkle blaue Augen. Zu braunen Haaren finde ich das auch super schön. Und der Lippenstift ist mal wieder sehr schön getroffen. Sieht ein bisschen aus wie eine Erdbeere, finde ich. Ein ganz zarter rosaner Lidschatten. Also ich finde, sie sieht schon sehr natürlich aus eigentlich. So mit diesen langen braunen Haaren und diesem Tuch im Kopf. Sieht sie wirklich eigentlich eher aus wie so ein naturverbundenes Mädchen. Aber ich glaube, das wird sich noch ändern, wenn sie letztendlich halt dann die Klamotten trägt. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Das passt ja eigentlich meistens zur Unterwäsche oder zum Make-up, was sie da hat. Und das ist natürlich genau die Farbe von dem Teil hier, was sie trägt. Was ich auch übrigens süß finden würde, wenn sie auch noch Zehennägel hätten. Also wenn die halt auch noch so lackiert wären in der gleichen Farbe. Das fände ich irgendwie auch schön. Für die Leute, die es nicht wissen, zeige ich es noch einmal. Beine kann man knicken. Einmal. Muss man sich ein bisschen anstrengen, um das hinzukriegen. Deswegen habe ich es beim ersten Video halt nicht geschafft. Und es ist halt auch nicht so doll, wie sie jetzt biegen kann. Da finde ich das hier ehrlich gesagt ein bisschen besser mit den Gelenken. Ich bin ein Fan von diesen Gelenken tatsächlich. Ich finde, das könnten sie auch machen bei den Beinen. Dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen was drin. Ich glaube, ich hole das mal einfach komplett raus, damit wir unseren Spiegel auch sehen. Und dieses Mal ist es tatsächlich wieder ein richtiger Spiegel, den wir hier auch abmachen können. Ah! Nicht den Spiegel, sondern die Folie. Das habe ich doch beim letzten Mal vermisst. Ah, schaut euch einer an. Da ist die Kamera. Da muss ich nur noch das hier rausholen. Hier gibt es vielleicht noch irgendwie was Interessantes. Da gucke ich noch mal ganz kurz rein. Jedes Mal auch noch eine Bürste mit dabei. Und der Standfuß. Also jede Puppe ist ja immer so ein bisschen abgestimmt. Und ich muss auch mal sagen, sogar der Standfuß. Das wirkt alles so ein bisschen abgedämpft. Wie beschreibe ich das jetzt? Es ist nicht so krass quietschig, durchsichtig oder irgendwie sowas, sondern eher ein bisschen matter, finde ich. Auch wenn es jetzt nicht so matt ist, aber es wirkt so ein bisschen abgedämpft matter. Genauso wie auch der Lippenstift. Hä, warum kriege ich das nicht rein? Ah, jetzt, okay. Es hatte leichte Ladehemmung. Ich schiebe das hier schon mal von oben rein, damit ich sie vielleicht gleich hier nochmal ein bisschen reinstellen kann. Auf der Beschreibung steht so ungefähr gar nichts, nur wie man diesen kleinen Stuhl oder beziehungsweise diesen Stand hier zusammenbaut. Sonst war da nichts Interessantes mit bei.
Dann gucken wir hier mal in die Tüte. Ich schätze, das ist wieder die Tasche. Das war jedenfalls meistens die Tasche. Und irgendwann auch mal nicht. Ah, schön. Wieder richtig cool. Das sieht auch wirklich irgendwie einfach nur schön aus. Die ist nicht so mega auffällig. Das mag ich irgendwie auch. Hier oben kann man richtig was reinschieben. Portemonnaie oder irgendwie ein Handy oder sowas. Haben die ja auch manchmal mit dabei. Und sonst eigentlich eine relativ dezente, süße Tasche. Die würde ich theoretisch auch so tragen. Finde ich auch irgendwie ganz hübsch. Auch hier nochmal mit der kleinen Schnalle und sowas. Man kann die wirklich verstellen? Das ist ja krass. Man kann die tatsächlich verstellen, die Tasche. Ne, cool. Also das finde ich ist ja wirklich optimal, wenn das nicht nur einfach so Deko ist, sondern wenn das auch noch funktioniert. Wow. Dann natürlich erstmal das Outfit. Fangen wir mal hiermit an. Ich weiß nicht genau, ob das die... Doch, das sieht aus nach der Jacke. Ach, das lassen wir mal so, damit man das wieder zurückpacken kann. Und sie trägt nämlich ja eigentlich ein Jeans-Outfit, wie man ja schon vorne gesehen hat auf der Abbildung. Und ich nehme hier natürlich erstmal die Hände ab, sonst kriege ich das hier mal so schlecht durch. Und dann beantworte ich mal eine Hashtag-Frag-Zanzi-Frage. Ich habe nämlich gerade auch wieder was gesehen, was mit LOL zu tun hatte. Und zwar grüße ich die Celine und die Kiana. Und die hat mich gefragt, wie ich es denn finden würde, weil die LOLs, die haben ja normalerweise mehr Girls, wie ich das denn finden würde, wenn es andersrum wäre, wenn es mehr Boys wären. Ich glaube, dass das gar nicht so unbedingt so gefragt ist. Deswegen fände ich das, glaube ich, gar nicht unbedingt besser, wenn es jetzt andersrum wäre. Aber so gleichmäßig, fände ich, wäre es schon ganz cool. Wobei ich halt tatsächlich glaube, dass es gerade so bei Modepuppen immer noch so ist, dass mehr Mädchen damit spielen und dass sich auch mehr Mädchen so zurecht machen. Noch kann sich natürlich ändern. Vielleicht ist es ja mal in den nächsten Jahren so, dass ich das irgendwie ein bisschen angleicht. Und ich warte natürlich generell darauf, dass es endlich mal OMG-Boys gibt. Aber was ich auch mitbekommen habe, dass es halt auch kleine Mädchen gibt, die dann zum Beispiel eine LOL hatten und da war dann ein Junge drin und die waren dann mega enttäuscht. Weil das ist so, wenn man noch relativ jung ist, dann versucht man sich halt zu identifizieren und wenn man dann einen Jungen bekommt, dann stimmt manchmal halt irgendwie mit der Vorstellung oder mit der Wahrnehmung etwas nicht bei Kindern. Na toll, ich hätte zuerst das anziehen müssen. Ich drehe am Rad. Nein! Und dann sind die natürlich enttäuscht, dass sie halt etwas haben, also das andere Geschlecht haben, mit dem sie sich halt vielleicht nicht identifizieren können. Und da halt eben mehr Mädchen damit spielen, ist das natürlich schon nachvollziehbar, dass es halt auch mehr Mädchen gibt in der Serie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erklärt habe, dass man das nachvollziehen kann, aber es ist halt so. Es ist halt so, dass tatsächlich irgendwie mehr, jetzt muss ich das auch noch wieder abmachen, oh Mann, dass es halt einfach eben mehr Mädchen gibt, die damit spielen und dann natürlich halt auch Mädchen haben wollen, um sich dann mit den Puppen auch zu identifizieren und vielleicht auch so ein paar, ich sag jetzt mal Mädchengeschichten nachspielen wollen. Aber ich würde mich trotzdem sehr über LOL OMG Boys freuen. Es wird ja auch eine weitere Serie geben, der LOL Boys. Das habe ich auf jeden Fall auch schon mitgekriegt. Habe ich auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen von euch. Und ich habe auch von meinem alten Display tatsächlich ja noch welche zu öffnen. Also mir fehlen ja auch noch einige. Ich habe sowieso noch so viele Displays, die ich nicht komplett bisher geöffnet habe, die ich unbedingt noch öffnen möchte, weil ich doch endlich mal meine Serien vollkriegen will. Oh Gott, das ging gerade so schwer hier durch. Dieser Jeansstoff, der ist wirklich... Uah. Ich habe mich auf jeden Fall vorhin mal so hingesetzt und dachte mir so, ha, jetzt sortiere ich mal meine ganzen LOLs, die ich habe. Hab die halt alle irgendwie zusammengesucht, die dann in verschiedenen Kartons drin waren und ich habe so festgestellt, oh mein Gott, es sind so viele. Ich habe es nicht geschafft, weil ich wollte eigentlich ja noch aufnehmen und dachte eigentlich, ich könnte das irgendwie jetzt so easy aufnehmen. Aber ich habe es nicht geschafft, das in dieser Zeit irgendwie zu sortieren und habe dann aufgegeben irgendwann und dachte so, okay, ich setze mich jetzt erstmal hin und nehme was anderes auf und mache dann später nochmal weiter. Insofern wird es leider zu Weihnachten das wahrscheinlich nicht geben, alle meine LOLs, weil ich das bis Weihnachten nicht schaffe. Ich hätte das nämlich zeittechnisch heute aufnehmen müssen, damit ich das bis dahin noch geschnitten bekomme. Und jetzt wird das wahrscheinlich nichts mehr werden, weil ich muss natürlich selber auch noch irgendwelche Weihnachtsvorbereitungen und sowas treffen und bin ja verabredet, dann morgen in Frozen zu gehen. Also für mich ist jetzt morgen, gehe ich morgen in Frozen. Und am Dienstag, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video jetzt hier kommt, am Dienstag ist ja dann schon Weihnachten, also Heiligabend. Und da wollte ich das ja eigentlich hochgeladen haben. Hier ist übrigens ein Schlüssel mit bei. Voll cool. Hängt man den einfach hier so in der Gegend rum? Kann man den hier irgendwo reintun? Vielleicht hinten in die Hosentasche? Ah, das würde gehen. Hihi, das ist ja süß. Naja, ich war auf jeden Fall ganz enttäuscht, dass ich das jetzt heute irgendwie nicht hingekriegt habe, weil das so viele waren. Und ich die euch natürlich nicht einfach so hinpfeffern wollte, sondern ich wollte halt die alle richtig sortiert haben und dann auch wissen, zu welcher Serie die gehören und die natürlich auch angezogen haben und so. Man stellt sich gar nicht vor, dass das alles so lange dauert. Und das, obwohl ich die wirklich so ganz feinsäuberlich hier immer hingelegt habe, zusammen auch wieder in die Kugel zurückgetan habe, damit ich halt auch weiß, wozu die gehören und wie die heißen und was alles dazu gehört. Trotzdem hat es so lange gedauert. Echt heftig. Komm schon, letzte Hand. Sehr cooles Outfit. Wenn es jetzt nicht so blöd anzuziehen gewesen wäre, dann würde mir das mega gut gefallen. Also ich meine, mir gefällt es mega gut, aber dann hätte es mir noch besser gefallen, weil es praktisch ist. Dann suche ich mal erstmal die Schuhe hier raus.
aus. Und ich durchsuche ganz genau, ob ich hier irgendwas übersehe oder auch nicht. Nein, hier sind tatsächlich nur Schuhe drin. Das heißt, es war auf jeden Fall Gott sei Dank nicht weg. Es hätte ja auch sein können, dass man das dann einfach irgendwie weggeschmissen hat oder so. Das wäre richtig blöd gewesen, wenn dann die Tasche und alles gefehlt hätte von Snowlicious. Hier, mit Schuhen. Ich zeige euch das gleich nochmal im Ganzen. Ne? Ich schaue erstmal noch die kleinen Teile an, die ich hier noch finde. Weil hier gibt es ja natürlich auch noch die Accessoires. Tasche hatten wir ja schon. Oh, das ist auch nur eine kleine Sache. Nee, sind doch mehrere Sachen. Ohrringe und eine Brille. Eine Brille. Hey. Na, da freut sich die Tante wieder über eine Brille. Jo. Auch noch über so eine schöne. Oh, ganz toll. Oh, und eine Kette. Wuselt die denn hier dazwischen rum? Ja gut, dann können wir die ja erstmal umlegen. Ich leg dich um, du Kette. Mit kleinem Herzchenanhänger. Wie niedlich. Dann ziehen wir ihr die Ohrringe an und am Ende, da kommt dann erstmal die Brille drauf, ne? Am Ende, wenn gar nichts mehr geht. Ach, die sehen süß aus hier zu dem Outfit, die Ohrringe. Schön. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, gerade mit der Kette, weil die hier so hoch fliegt. Ja, und jetzt kommt die Brille. Vielleicht überrascht sie mich ja und sie sieht gut aus. Oh mein Gott, voll übertrieben. Aber es macht halt wieder so ein bisschen einen anderen Stil, ne? So, ich lege hier mal so da die Hand hin. Jedes Mal, ich sag's jedes Mal, jetzt sieht sie wieder irgendwie voll arrogant aus mit der Brille. Tasche habe ich noch vergessen. Das ist sie einmal mit dem kompletten Outfit, aber ich würde sagen, ich zeige sie euch noch einmal so, weil ich finde, so sieht sie viel, viel lieber aus. Vielleicht stecken wir ihr die einfach oben in die Haare. Nee, das passt nicht, weil da ist ja schon das Tuch. So, so gefällt sie mir. So finde ich sie wirklich sehr, sehr hübsch. Busy Baby auf jeden Fall. Und es kommt mir so ein bisschen so vor, vielleicht haben wir ja dieses Mal tatsächlich Berufe mit dabei. Wäre das möglich eventuell? Ich öffne die jetzt mal in der Reihenfolge, in der ich auch die Möbelsets geöffnet habe. Oh, apropos Möbelsets. Ja, das wollte ich doch nochmal zeigen. Ich wollte doch nochmal zeigen, wie die beiden hier zusammen aussehen. Die passen auf jeden Fall super gut, oder? Ich habe auch schon gesagt, ich hätte gedacht, dass das ein Jeans-Outfit ist. Also die haben sehr ähnliche Klamotten an. Ähnlicher als jetzt hier zum Beispiel Snow Angel oder sowas. Die waren schon, haben schön zusammengepasst, also harmoniert miteinander, aber irgendwie war es dann doch nochmal anders, was sie getragen haben. Mach mal ganz kurz schon mal die Folie ab. Und ich habe für mich persönlich schon mal gesehen, dass die sich, glaube ich, gar nicht mal so ähnlich sehen werden, die beiden hier. Sie ist ja Alt-Girl und die andere ist Grunge-Girl. Da frage ich mich, ob die wirklich irgendwie gut miteinander zusammenpassen. Hier steht wieder das Gleiche. Okay, also da gibt es nichts Neues. Und hier sehen wir dann die Schwester, die ich jetzt hier schon mal rausgeholt habe. Das kleine Grunge-Girl. Im Prinzip müsste die ja jetzt eigentlich auch Musikerin sein, oder? Was hat die denn für coole Uhren? Ohrringe, genau. Ohrringe, das sieht ja schon mal toll aus. Und sie trägt ein T-Shirt, da steht Rebel Girl drauf. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Ihre Mama? Okay, wir haben ein neues Sternzeichen, sehe ich schon direkt. Was ist das denn für ein Sternzeichen? Ist das Schütze eventuell? Verbessert mich, falls das falsch ist. Get loud and rock against the norm, cause you're gonna play your own song. Also, ja, sie ist so ein rebellierendes Girl. Entgegen der Norm. Und jeder soll, also im übertragenen Sinne, jeder soll sein eigenes Ding machen und man soll bloß nicht mit dem Strom schwimmen. So würde ich das jetzt übertragen. Sagen. Eine sehr schlaue Weisheit übrigens. Es heißt eben nicht nur, weil irgendwie fünf Leute sagen, das und das ist jetzt cool und so muss man sich anziehen, heißt das nicht automatisch, dass du das auch so machen musst, sondern du bist immer noch dein eigener Boss. Wenn du irgendwas schön findest, dann findest du es schön und dann brauchst du dich gar nicht von den anderen irritieren lassen. Und es ist schön, nicht normal zu sein. Ich bin ja jetzt zum Beispiel auch nicht so normal. Ja, ich bin ein kleiner Exot und das finde ich auch gut. Ich bin nämlich ein netter kleiner Exot. Ich will niemandem was Böses und es ist halt irgendwie besonders mit dem, was ich da immer generell tue. Oder auch manchmal, wie meine Ansichtsweise ist oder wie ich manche Dinge sehe. Oh, das ist irgendwie noch befestigt. Nanünana. Und nur weil ich mich mit Spielzeug beschäftige, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwie komisch bin. Vielleicht für manche Menschen. Für mich ist das allerdings nicht komisch, weil das ist doch was Schönes, oder? Und ich plädiere dafür, dass auch Erwachsene nicht aufhören zu spielen, weil Spielen total wichtig ist. Und das wird einem sozusagen irgendwann einfach mal abtrainiert. Und das finde ich total schade, dass das passiert, weil das muss eigentlich nicht sein. Hier sehen wir voll cool Schallplatten, ein Plattenspieler. Also sie ist tatsächlich hier auch Musikerin oder auf jeden Fall Musikliebhaber. Hier sind auch noch Kopfhörer auf der Seite. Fake Estate. Ah ja, es sind auch noch Kassetten. Okay. Die ist aber tatsächlich auch wieder sehr retro. Manche sind wirklich auch komplett sehr retro. Ich frage mich immer, ob es noch Kinder gibt, die das überhaupt noch kennen. Wie viele von euch kennen noch einen Schallplattenspieler? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wie viele gibt es, die noch einen Schallplattenspieler kennen? Ich glaube, Kassetten schon noch eher, oder? Es gibt, glaube ich, schon noch so Kassettendecks. Ich meine, ich habe auch nichts davon, aber ich kenne es halt noch. Aber ich glaube, so Kassettenspieler gibt es ja manchmal schon noch für Kinder. Aber auch nicht mehr wirklich häufig, oder? Oha, die hat richtig zweifarbige Haare. Ich bin ganz beeindruckt. Vor allem hätte ich ja eigentlich eher vermutet, dass sie nicht blond ist, sondern dass sie halt auch rosane Haare hat. Aber vielleicht ist sie so ein bisschen erwachsener. Sie ist noch ein bisschen wilder, die Kleine. Und sie ist halt so eher die... Wobei, so erwachsen sieht sie gerade überhaupt nicht aus. Sie sieht mega aus, so voll crazy. Hier steht noch eine goldene Schachtel. Alleine schon hier durch diese zweifarbige Hose. Okay, die gefällt mir auch sehr gut. Und hier, die Strähnen kann man einfach so rausziehen. So, ich werde sie erstmal wieder hier ein bisschen freischneiden. Bin hier übrigens immer noch auf der Suche nach einer neuen OMG-Doll, die vielleicht auch meine Lieblings-OMG-Doll noch werden könnte. Ich bin ja immer noch total absolut bei Shadow als beste OMG-Doll, die ich bisher hatte. Und die ist ja leider nicht ganz so leicht zu kriegen, wobei es die manchmal auch im Angebot gibt. Ich habe es jetzt schon
paar Mal gesehen bei Amazon, kostet sie dann irgendwie nur, also die gibt es ja generell nur bei Amazon, dass sie da dann nur irgendwie 40 Euro kostet. Da muss man dann wirklich zuschlagen. Also wenn man die irgendwie haben will und Zeit hat zu warten, dann einfach warten, bis sie im Angebot ist und dann zack zuschlagen. Weil man muss ja auch dazu sagen, bei dem Koffer gibt es ja nicht nur die große, also nicht die coole OMG-Doll, meine Lieblings-OMG-Doll, sondern es gibt ja auch noch die anderen, die kleinen Puppen dazu. Das ist ja schon, beim Koffer hat man ja immer ordentlich was noch mit dabei. Und bisher ist das immer noch mein Lieblingsset. Vor allem muss ich ja sagen, ich habe es ja für über 100 Euro gekauft. Ich habe es, glaube ich, was habe ich bezahlt? 109 Euro oder so. Wenn ich das gewusst hätte, dass das irgendwann so günstig wird, heieiei, da hätte ich ja über die Hälfte gespart. Bin ja eigentlich auch so ein kleiner Schnäppchenkäufer. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen. So, hier kann man natürlich auch noch den Spiegel freimachen. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal dran. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig, weil mich irritiert das gerade immer eher, wenn ich da oben die Kamera sehe. Deswegen lasse ich das jetzt hier im Video mal dran. Und das ist irgendwie total lustig, ne? Wir haben diese zwei Strähnen, die hier extra so rausfallen. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut mit den Strähnen. Und sie gefällt mir an sich auch ziemlich gut. Obwohl ich finde, dass sie sich überhaupt nicht ähnlich sehen, die beiden. Oder seht ihr da eine gewisse Ähnlichkeit, dass die irgendwie zusammengehören? Bis auf die leichte Hautfarbe eventuell. Weil die sind ja schon beide ein Tickchen dunkler. Aber sie ist halt von den Haaren her auch so. Also die Haare finde ich super. Die sind auch richtig schön weich. Die sind halt ausnahmsweise auch mal offen. Normalerweise haben die ja ganz oft halt wie die andere jetzt zum Beispiel geflochtene Haare oder gekreppt oder aufgedreht oder sowas. Aber die kann man halt auch super gut bürsten. Und die sehen wirklich schön aus und sind super weich. Ich mag das mega hier mit diesen schwarzen Strähnen da drin. Ja, ich guck mal, welche ich am Ende irgendwie des Videos am besten finde auch von der Serie und ob es vielleicht tatsächlich eine gibt, die sich da einreiht in meine Lieblings-LOLs, in meine Lieblings-OMGs. Snowlicious kam übrigens auch schon sehr nah dran. Fand ich auch wirklich sehr toll. Aber sie ist trotzdem nicht Shadow. Was ist denn das für eine kleine Tasche? Sieht das aus wie so ein Schallplattenkoffer eventuell, ne? Ich meine, das ist irgendwie so eine Anspielung. Kann man das öffnen? Ich liebe das, wenn man es öffnen kann. Oh, das ist voll cool. Aber sie hat wahrscheinlich nichts, was sie reintun könnte. Das wäre noch besser, ne? Wenn die jetzt alle noch ein Handy hätten. Ha, hier kommen einmal die Kassetten. Gut, voll das Lackkleid. Oh, ich dachte zuerst, es ist ein Rock. Es ist sogar ein Kleid. OMG. OMG, es ist ein Kleid. Also das wäre definitiv was, was ich nicht unbedingt tragen würde. Das wäre mir wahrscheinlich doch etwas zu auffällig. Hier, bevor ich das jetzt hier anziehe und dann wieder feststelle, dass ich irgendwas noch machen muss, hole ich das jetzt erstmal auch raus. Im nächsten Video habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen, dann mache ich es dann wieder verkehrt. Aber in diesem Video denke ich jetzt auf jeden Fall dran, dass ich erstmal die Sachen raushole. So, zack, weg damit. Oh, sie ist voll das Mädchen. Das ist ja das Zeichen für Frau. Oh, das ist ja voll süß. Voll die kleinen Aufsticker. Also, wie nennt man das? Das sind so klitzekleine Nieten in bunt. Nur auf dieser Seite ist es bunt. Ach, diese Outfits. Ich liebe einfach die coolen Outfits. Die sind so extravagant. Also sind wirklich so besonders und so schön. Oh mein Gott, ich habe doch gar nicht ihr Gesicht und alles angeguckt. Ich habe einfach angefangen auszupacken. Muss ich doch direkt nochmal näher ranholen, um euch das alles zu zeigen. Sie hat richtig smoky eyes. Hier oben hat sie ins schwarzen oder beziehungsweise grau-braunen Lidschatten. Also relativ dunkel. Zu diesen hellblauen, türkisblauen Augen schon fast. Und sie hat voll viel Rouge, ist mir aufgefallen. Die meisten haben nicht so viel Rouge. Die andere hier, die hatte auch so ganz leicht. Ja, da sieht man es bei der auch. Ja, bei der hat auch schon fast ein bisschen mehr als die anderen, glaube ich. Aber bei ihr ist es so richtig, die hat so voll das gerötete Gesicht irgendwie, voll gut. Voll frisch, finde ich, sieht sie aus. Und auch die Farbe von dem Lippenstift ist wieder super, super schön. Passend zu den Nägeln natürlich mal wieder. Das habe ich ja vorhin schon gesehen, das Rebel Girl. Ich hätte irgendwie voll Bock, mir mal so ein Outfit nachzumachen. Ich habe das ja schon gemacht bei MC Swag. Aber wenn man sowas mal hinkriegen würde, dass man das irgendwie selber näht, das hätte schon was, ne? Da hätte ich auf jeden Fall mal Lust drauf. Ich weiß zwar nicht, ob ich irgendwie mich trauen würde, so rauszugehen, aber vielleicht irgendwann mal. Wobei jetzt, wenn es so ums Lackkleid geht, da weiß ich schon wieder nicht mehr, ob ich das wirklich tragen will. Okay, also bei dem Kleid kann ich ja, glaube ich, noch die Hände dran lassen, aber ich werde wahrscheinlich gleich die ausziehen müssen für die Jacke. Insofern hätte ich das ja eben auch schon mal machen können, aber naja, egal. Ich finde irgendwie immer, wenn man die Sachen so einzeln sieht, dann sehen die halt irgendwie nicht so gut aus, aber wenn man das komplette Outfit dann miteinander irgendwie anschaut, dann hat das echt einen guten Stil. Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, nur so ein Lackkleid zu tragen, dann sieht das schon irgendwie ein bisschen komisch aus, aber wenn du hier so einen kleinen Pulli mit Kragen drunter hast und dann noch so eine Hose irgendwie, das ist schon interessant. Und einfach halt besonders. Dann mache ich mal ihre Hände ab, um jetzt noch die Jacke drüber zu ziehen. Das wird bestimmt auch nochmal ordentlich was verändern wieder am Outfit. So, wir sind ein bisschen dran rumzubbeln, aber man sieht schon, was das hier ungefähr werden wird. Das sieht schon ziemlich gut aus. Schade, man sieht die Nieten hier gar nicht mehr, ne? Die sind jetzt irgendwie voll da oben. Aber egal, ich werde gleich noch ein bisschen dran rumzubbeln, weil ich glaube, erst hole ich mir nochmal die Schuhe raus, weil die gehören ja auch noch richtig zum Outfit. Die verstecken sich hier. Und ich glaube, sie sind einfach nur schwarz. Hier ist auch sonst wieder nichts drin. Ich glaube, in den Schuhkartons ist meistens nichts weiter außer den Schuhen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch das Problem, dass das bei dem Hutkarton drin war und ich es nicht gesehen habe. Sehr scharf. Wieder so ein bisschen Richtung Boots eigentlich. So eine ziemlich hohe Schnürung. Also die Schuhe sind auch schon mal wieder gar nicht ähnlich mit denen von ihrer kleinen Schwester. Da sieht irgendwie fast gar nichts ähnlich aus. Boah, die sind aber echt schwer anzuziehen hier.
Puh, okay, das war schwierig. So, leg dich mal kurz hier hin. Ich guck mal hier rein in deine Accessoires. Oh, ob die auch wieder eine Brille hat, ich befürchte ja. Hoffentlich auch Ohrringe. Ja, beides. Und noch ein Armband. Ja, mal kurz hier ablegen. Die Sachen hier waren dabei. Einmal das hier fürs Ohr, das habe ich ja gesehen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Auf der anderen Seite hat sie, glaube ich, hat sie überhaupt einen Ohrring auf der anderen Seite? Ah, hier unten ist noch was runtergerutscht. Ich wusste doch, da war noch was. Das waren nämlich die Ohrringe von der anderen Seite. Dann einmal so ein richtiges Armbandbündel, das ist auch cool. Und dann halt noch so eine Sonnenbrille. Zeige ich euch. Mal gucken, ob ich die auch anlasse. Erstmal machen wir hier die Ohrringe rein. Klein auf dieser Seite. Okay, die sind so ziemlich klein, dass man die kaum greifen kann. Vor allem muss man die ja so nach oben drehen, weil eigentlich sollen die ja am Ohrläppchen entlang gehen nach oben. Das hier ist ein bisschen größer. Ich hoffe, das kriege ich ein bisschen besser rein. Überall Haare. Haha, Mann. Ja, das muss schon ordentlich hier rein, damit das auch richtig aussieht. Hm, kriege das gerade nicht tiefer rein. So, vielleicht versuche ich das nachher nochmal. Das ist viel zu weit weg, finde ich, vom Ohr. Na, so vielleicht ungefähr. Dann hat sie noch so eine silberne Halskette. So, die ist ganz einfach. Einfach, aber sehr gut, finde ich. Und das hier kann man einfach von außen so rüberklappen. Da muss man noch nicht mal die Hand abnehmen. Einfach nämlich so. Das gefällt mir auch mega gut. Das wirkt auf jeden Fall sehr lässig. Und dann setze ich die nochmal auf. Also die ist für mich irgendwie wieder so übertrieben. Und man sieht halt ihre schönen Augen einfach nicht mehr. Wobei ich muss sagen, es geht eigentlich. Ich finde, es passt zum Outfit. Deswegen finde ich hier die Sonnenbrille tatsächlich gar nicht so schlimm. Vielleicht geht es bei ihr, wenn wir die so ein bisschen ins Haar reinsetzen. Ach, guck mal. Ich finde das noch besser. Bei ihr finde ich das tatsächlich besser. Die Sonnenbrille im Haar oben. Und ich finde, es ist eine sehr gelungene OMD-Doll. Ja, mal gucken, ob die es schafft unter die beste von dieser Serie. Für mich persönlich. Jetzt kommen wir zur letzten und das ist Candylicious. Ihre kleine Schwester wäre Bonbon und sieht so aus. Sie hat noch ihre Nerdbrille an, die habe ich mal angelassen. Ach ja, und ich wollte euch ja eigentlich nochmal die beiden hier nebeneinander halten. Guckt doch mal. Ich finde, bis auf die Sonnenbrille, die jetzt so ein bisschen ähnlich ist, finde ich sie überhaupt nicht vergleichbar irgendwie. Also finde ich sie nicht so sehr zusammengehörig. Ich meine, ich finde sie beide für sich irgendwie schön, aber ich finde, da ist kaum irgend so eine klare Linie miteinander zu erkennen. Bis auf vielleicht die Augenfarbe, die ähnlich ist. Na egal, schauen wir uns mal die hier an. Ich glaube fast, dass die besser ist. Also was heißt besser? Besser getroffen mit ihrer kleinen Schwester zusammen. Die Farben sind schon voll krass, wie die andere auch. Ja, natürlich, okay, man sieht es hier bei ihr extrem an den Haaren, an der Haarfarbe, wie es dann auch bei der kleinen ist, ne? So. Wobei die halt ein bisschen verdreht sind. Ah, nee, doch nicht. Ist doch genau gleich. Ich dachte gerade, dass das ein bisschen verzogen ist mit den Farben. Aber die ist natürlich super süß. Oh. Sweet, größer als Salty. Daydreams, größer als Real Life. Und Pastels, größer als Brights. Also sie hat so voll der pastellfarbene Typ. Ja, sieht man ja. Sie mag es gerne süß statt salzig und lieber Tagträume statt das reale Leben. Ja, wer hat das nicht gerne? Er will sich mit der bösen Welt immer auseinandersetzen. Niemand. Ach, süß. Was haben wir da? Ein Kaugummiautomaten und eine Uhr. Okay. Und auf der Seite? Ich habe mich wohl doch geirrt. Das war wohl doch nichts mit irgendwelchen Berufen oder sowas, weil was ist das für ein Beruf? Man weiß es nicht. Gar keiner. Ach genau, ich wollte vorhin die Nur grüßen. Nur. Hier nochmal, Moment. Das ist Fische. Ich möchte ja die ganzen Sternzeichen grüßen, ne? Wir hatten jetzt Fische, Schütze und Jungfrau. Liebe Grüße an euch alle. When you are feeling, all the feels sharing can sweeten up your day. Wenn du deine Gefühle mitteilst, dann kann das deinen Tag versüßen. Wenn du zum Beispiel auch jemandem sagst so, ah, ich mag dich, dann ist es nicht nur für den anderen schön, sondern auch für dich schön. Man sagt sowieso viel zu selten jemandem, dass man ihn mag. Gerade so seinen Eltern oder so. Ich meine, wie oft sagt man irgendwie so Mama und Papa, ja, ich hab dich lieb oder danke, dass du das und das für mich gemacht hast. Macht man leider viel zu selten. Oder einfach den anderen Menschen mal Komplimente machen. Dass sie nett sind oder freundlich oder keine Ahnung sowas. Ich finde, das ist eigentlich sehr befriedigend, wenn man nett ist anderen Menschen. Also ich bin gerne nett zu anderen. Oh, voll die süßen Sachen hier. Sweet Candy, Taffy, Lollipop, Schokolade, Cotton Candy. Hm, nom nom. Lecker. Sugar, Bubble. Sieht alles auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Die kleine Schwester, die hat ja auch einen Eisladen. Ne? Passt ja. Die Nu hat auf jeden Fall gefragt, ob ich nicht mal irgendwie immer das Datum vielleicht dazu sagen könnte, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wann ich das Video gedreht habe. Weil das weiß man ja immer nicht, weil ich ja ganz oft meine Videos so ein bisschen vorproduziere. Dann sind sie halt manchmal ein bisschen älter schon, als man eigentlich denkt. Dann rede ich davon, oh, bald ist ja Dezember. Dabei ist eigentlich schon Dezember. Und dann ist das manchmal für mich so ein bisschen ein Backup-Video, was ich dann halt eben später einfach nur hochgeladen habe. Und manche sind dann vielleicht etwas verwirrt. Oder wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, jetzt ist das gerade neu rausgekommen und im Endeffekt ist es gerade gar nicht neu rausgekommen, weil es schon ein bisschen länger her ist. Ja, manchmal plane ich halt die Videos irgendwie ein bisschen anders und dann passiert das. Das ist eigentlich eine gute Frage. Soll ich das mal machen? Soll ich da wirklich einfach mal das Datum reinschreiben, von wann das, also wann das gedreht wurde? Okay, also ich glaube, ihr habt gerade 6 Minuten lang mein Gesicht nicht gesehen. Tut mir sehr leid. Es ist wahrscheinlich ein bisschen geschnitten, deswegen war es hoffentlich nicht ganz so lang. Aber ich habe jetzt hier natürlich unten schon ausgepackt und das hier unten habt ihr dann auch gesehen. Und ich werde wahrscheinlich irgendwas eingeblendet haben, dass ich doof bin oder so. Hey, oh Mann. Warum passiert mir immer sowas Probes? Naja, sowas ist mir bisher noch nicht passiert.
Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ob ich denn das Datum wirklich mal einblenden soll, wann ich die Sachen geöffnet habe. Bin ich ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, dass das irgendwie für euch wichtig sein könnte. Deswegen habe ich das nie in Betracht gezogen. Und manchmal ist das ja auch so, dass ich das Video dann schneide und dann im Nachhinein feststelle, boah, der Rock ist mega gut. Nee, das natürlich nicht. Dass ich dann im Nachhinein feststelle, dass ich das doch nicht sofort hochlade, sondern dass ich da erstmal mit warte. Weil das war jetzt zum Beispiel auch bei den Adventskalendern so, dass ich das irgendwie gar nicht so geplant hatte, dass ich da zwei viel zu spät hochlade. Vielleicht sage ich das wirklich mal oder blende das mal ein. Also heute ist übrigens der 20.12. Zur Info. Ich finde diesen Rock total cool. Gerade auch so mit diesen verschiedenen Materialien und den Lagen. Ich glaube, das ist sowieso irgendwie gerade angesagt. Kann das sein? Es hat auch, glaube ich, sogar einen richtigen Namen. Und hier sind einfach mal so zwei kleine Reißverschlüsse irgendwie mit eingebaut. Und nochmal eine Tasche mit Knopf. Oben auch noch eine Schnalle. Also es sieht echt süß aus. Der ist total cool, der Rock. Der gefällt mir mega gut. Die Jacke, die finde ich, ist schon fast so ein bisschen 80s und sieht so blusenmäßig aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Zusammenhang mit dem kompletten Outfit ziemlich gut aussehen wird. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich gerade erstmal angefangen habe, das hier zu öffnen. Die linke Seite, weil ich irgendwie gerade Lust hatte, damit mal anzufangen. Ich mache ja immer gerne mal ein bisschen was anderes. Das sieht voll aus wie Streusel. Lecker! Boah, die Schuhe sehen richtig toll aus. Boah, die sind voll auffällig einfach. Und die erinnern mich auch irgendwie so ein bisschen an Süßigkeiten. So als ob man da auch gerne selber reinbeißen will. Noch so ein paar kleine Söckchen sind das hier. Eigentlich sind das offene Schuhe, aber mit Söckchen getragen. Und natürlich zweifarbig, ne? Gelb und blau. Absolut passend auf jeden Fall zu ihr. Und Candylicious und Snowlicious, die haben so einen ähnlichen Namen, ne? Vielleicht sind das ja auch gute Freundinnen. Sollte ich mal fragen. Upsi. Nein! Boah, hier fällt alles runter. Was sind denn das hier für Ringe? Ich sehe die hier gar nicht auf dem Bild. Oder sind die vielleicht für die Haare? Ich glaube, dass man die selber in die Haare hier reinknüpfen muss. Ich würde mal vermuten, dass das hier sein soll, oder? Die hier. Bestimmt. Sonst passt nämlich nichts. Dann haben wir noch diese kleinen hier. Das sieht auch natürlich aus wie Essen. Entweder sind das Muffins oder diese... Oh, wie heißen diese Dinger nochmal? So diese Kekse auf Stielen. Wisst ihr, was ich meine? Diese kleinen Kugeln. Ah! Name vergessen. Und das hier ist eine Kette mit Kragen, inklusive. So, jetzt habe ich alles mal auf der Seite drapiert. Jetzt brauche ich nur noch die Doll dazu. Gott, jetzt werde ich bestimmt hier alles runterschmeißen, weil ich das hier... Ach, naja. Und hier ist sie schon, die kleine bunte. Ui! Hä, die hat ja sogar... Oh, die hat ja eine richtig schöne Hose an. Die könnte auch so im Prinzip fast rausgehen, oder? Ich finde, das wäre jetzt nicht so schlimm. Oben sieht es vielleicht so ein bisschen BH-mäßig aus, aber na, es geht vielleicht gerade noch. Und ich sehe schon sehr interessant die Haare. Die sind wirklich total krass gecurlt. Also so ganz wirr ineinander gedreht. Diese Art von Haaren ist mir auf jeden Fall neu. So eine Frisur habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und das sieht richtig gut aus. Ich frage mich, ob man das auch als normaler Mensch so tragen kann. Geht das? Hält das? Wobei, so viel Haar musst du auch erstmal haben, ne, dass das dann noch gut aussieht. Aber sie sieht schon sehr, sehr gut aus. Gerade von den Haaren her gefällt mir das total. Aber ich muss auch gestehen, dass bei der Serie generell die Haare sehr cool geworden sind. Bei der davor zum Beispiel, bei Alt Girl, haben mir die auch schon sehr gut gefallen mit diesem schwarzen, mit diesen schwarzen Strähnen dazwischen. Hole ich das erstmal raus, hier den Rest. Hier ist mal wieder ein weißer Stand. Fuß und noch eine hellblaue Bürste, die ich bei ihr vorerst auch nicht benutzen will, weil ich die Haare einfach viel zu schön finde. Und so ein leichter abgerundeter Spiegel. Guck uns nochmal deine Tasche an, die dazu gehört. Oh, die ist aber relativ klein. Oh nein, das ist noch nicht mal eine Tasche, wie süß. Das ist so ein kleiner Rucksack, ein Teddy-Rucksack. Aber ich meine, da passt nichts rein. Das ist nur so ein Fake-Teddy. Also hier oben ist zwar ein Schlitz, also so ein Reißverschluss, wo man was reintun könnte, aber kann man nicht. Und ich denke, der ist auch schon ein bisschen älter. Nein, das ist gar nicht der Teddy, das ist wieder dieser, wie habe ich nochmal genannt beim letzten Mal? Ein Herr oder ein Tarse irgendwie. Weil das ist halb ein Teddy und halb ein Häschen. Also wenn man die Seite anguckt, dann ist es ein Hase. Wenn man die Seite anguckt, dann ist es ein Teddy. Finde ich irgendwie süß. Erinnert mich ein bisschen an den Film Kein Ohrhasen. Oh, ich liebe ihre Haare. Gucken wir nochmal in ihr Gesicht natürlich vorher. Pinke Augenbrauen hat sie und so ganz hell fliederfarbenen Lidschatten. Und super krass türkisblaue Augen, also türkisgrün fast. Eigentlich passend sogar zu ihren Haaren. Und am Auge hat sie noch ein kleines Herzchen als Tattoo. Und so richtigen glossy Lipgloss. Also der ist voll am Schein. Hier voll am Glänzen und natürlich in krass Pink, passend zu dieser Haarfarbe wiederum. Und ich schätze mal, Pink, oder? Pink. Was für eine Farbe haben wir hier? Bunt! Oh, I love it. So wie ich es auch tragen würde. In Gelb und in Rosa. Aber warum kein Türkis? Da müsste doch auch noch Türkis dazwischen. Mensch, nicht komplett zu Ende gedacht. Vielleicht fangen wir einfach mal an hier mit diesen Ringen, die wir hier um die Haare drum machen können. Wie kriege ich das hin, ohne dass ich die Haare kaputt mache? Oh, das finde ich aber schwierig hier. Also, das ist tatsächlich sehr schwierig, ohne wirklich die Haare kaputt zu machen. Man muss wirklich versuchen, hier komplett über dem hier. Ich kann euch das nicht zeigen, weil ich das immer hier auf den Schoß nehmen muss, um das hier ordentlich hinzukriegen. Wenn ich das hier genau um das Teil hier rumsetze. Okay, also ich kann es euch nur zeigen, wenn ich es fertig gemacht habe, weil ich klemme mir das so ein bisschen zwischen die Beine. Ziehe das dann so weit, wie es geht, halt komplett auseinander. Und das kann ich halt hier so nicht machen, weil ich das halt hier nicht festhalten kann. Deswegen nehme ich das hier immer so zwischen die Beine. Und sonst zerstöre ich nämlich das. Ich habe hier eben schon einmal reingestochen und das ist total ärgerlich. Fertig! Das sieht tatsächlich sehr schön aus. Die erinnert mich so an eine
total leckere, puppengroße Süßigkeit, die ich einfach nur abschlecken möchte. Gut, dann fangen wir an mit der Jacke, weil da muss ich nämlich die Hände wieder ausziehen. Ich denke mal, die ziehen wir wahrscheinlich einfach nur drüber. Oder ist hier... Nee, Moment mal. Eigentlich ist, glaube ich, hier hinten, weil hier kann man es ja verschließen, ne? Deswegen vermute ich sogar fast, dass sie das so rum anziehen muss, weil man hat bestimmt nicht vorne diesen Klettverschluss. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Außerdem soll es, glaube ich, auch eine Bluse darstellen, weil die hat ja so leichte Puffärmelchen oder so ein blusiges Teil irgendwie. Moment mal, ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, ich muss das wieder ausziehen, weil ich glaube, sie trägt eigentlich das andere drüber. Das hier. Okay, das checke ich nochmal ganz kurz. Das ziehe ich mal aus und dann ziehen wir ihr das hier drüber. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich irgendwas anderes nochmal ausziehen muss, um das hier anzuziehen. Aber die Hose, die darf sie anbehalten. Also die darf sie drunter tragen. Okay, also ich hoffe, ich habe das richtig gesehen, weil jetzt laut Bild müsste, glaube ich, das hier einfach nur oben drüber getragen werden. Müssen wir hier links und rechts die kleinen Puffärmel noch rausziehen? Ja, doch, oder? Was meint ihr? Im Grunde, so müsste das ja eigentlich gehören. Ich glaube, jetzt kann ich schon die Hände wieder reinstecken. Oh, da guckt irgendwie was von innen nach außen. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht hin. Es sitzt nicht so schön gerade, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, egal. Ziehen wir erstmal den Rock an. Bei einem Rock ist auf jeden Fall die Schnalle hier vorne. Das ist echt mein absoluter Favorite-Rock. Der sieht so gut aus. Dann die Schuhe dazu. Das ist der linke hier, der blaue. Zack, die gehen ziemlich einfach an. Und der gelbe kommt an den rechten Fuß. Dann hier oben noch der Kragen drüber. Dann sieht man vielleicht das komische Zeug dahinter auch nicht mehr, was mich hier die ganze Zeit so nervt. Okay, das ändert auch schon wieder einiges, finde ich, mit dem Kragen. Und die Ohrringe, die gehen tatsächlich immer nur auf eine Seite, weil der guckt hier nach vorne, also gehört der auf die Seite. Und der hier guckt hier in die Richtung und deswegen kommt der hier rein. Hä, jetzt guckt er aber ja nach hinten. Okay, einer guckt offensichtlich immer nach hinten. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Hätte man doch auch andersrum machen können. Ich bin ganz erfreut, dass wir mit ihr keine Brille haben. Hä? Ja, jetzt fehlt nur noch die Tasche hier. Die könnten wir ja eigentlich so ein bisschen über den Arm hängen. So, halt die mal so ein bisschen fest. Und sonst, finde ich, ist sie definitiv sehr gut gelungen. Das ist jetzt Candylicious mit ihrer kleinen Schwester Bonbon. Und ich finde schon, dass die sich auf jeden Fall ähnlich sehen. Also man hat schon irgendwie eine Ähnlichkeit alleine schon durch die Haare. Und ich finde, die passen auch schön zusammen. Und sie gefällt mir super. Ich würde mich, glaube ich, lege euch mal alle hier rein. So, das sind alle mit ihren kleinen Schwestern auch noch mit dabei. Und ich glaube, ich würde mich tatsächlich für sie entscheiden. Also es wurde für mich irgendwie im Laufe des Videos immer cooler. Ich finde sie alle cool, muss ich dazu sagen. Also ich finde sie auch ziemlich cool. Ich finde sie halt relativ schlicht und ich mag das ja auch manchmal so gerne, wenn die halt so einen krassen eigenen Charakter haben. So wie bei Shadow halt. Und ich fand es bei ihr eigentlich auch schon krass, aber bei ihr finde ich es halt noch heftiger. Und die sind natürlich, ich meine, man kann nichts dagegen sagen. Die sehen einfach alle wieder komplett unterschiedlich aus. Ich liebe das, dass sie so unterschiedlich sind und so verschiedene Charaktere haben. Und ich finde, die beiden halt zusammen als Duo haben auch total gewonnen, weil die sich irgendwie total gut ergänzen. Deswegen, mein Punkt heute geht, glaube ich, an die beiden. Ja, an die beiden, Punkt. Nicht Fragezeichen, sondern ja. Könnt ihr ja gerne sagen, welche ihr jetzt am coolsten findet in der Serie. Es kann natürlich auch noch sein, dass ich hier Miss Independent noch besser finde, weil die hat ja auch blaue Haare und ich stehe ja total auf blaue Haare, gerade bei LOLs. Insofern ist das noch offen. Könnte sein, dass die vielleicht mir noch mega gut gefällt. Sobald ich die habe, werde ich die euch natürlich zeigen und eben halt mal schauen, wie ich das irgendwie einbauen kann in irgendein Video. Dass ich noch irgendwas anderes vielleicht dazu zeige. Vielleicht auch ein paar Glitter-Globes oder so. Würde ja vielleicht passen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal schaffen, jetzt noch einen Brief zu öffnen, weil es schon wieder relativ lang gerade. Und deswegen würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da oder auch noch einen Kommentar, solange es geht. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr hoffentlich auch benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder mit LOL. Ich habe ja noch ein bisschen was da. Oder mit Pupsi. Habe ich auch noch was da. Oder noch was ganz Neues. Oh, das wird auch sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.